Guten Abend, Lütana, und einen wunderschönen Willkommen. Ja, außerplanmäßig zum heutigen Abend. Eigentlich war es für morgen vorgesehen. Wir spielen es heute, weil nachvollziehbare, übernatürliche Gründe. Maya Gerdon. Wir spielen Life is Strange True Colors. Heute frisch rausgekommen. Und ist das jetzt muss ich überzählen. 1, 2, 3, 4, eigentlich glaube ich das fünfte Spiel aus der Reihe, ne? Life is Strange, Before the Storm, Strange 2 und Captain Spirit war ja so ein Spin-Off, so ein Zwischending zum zweiten Spiel letztendlich, also zu Teil 2. Ja, jetzt sind wir bei Life is Strange True Colors. Ich habe keine Ahnung, was bei dem Spiel abgeht, was da los ist. Ich habe nichts gelesen und ich drücke jetzt irgendeine Taste. Namen Catalina. Okay, genau. Was ich schon gemacht habe, ich habe Einstellungen vorgenommen, aber mal gucken, ob das läuft. Also, ob die Performance stimmt, weiß ich noch nicht. Ob der Ton passt, wahrscheinlich werden wir zwischendurch immer wieder noch umstellen. Ist aber viel Spaß. Ist ein erzählerisches Spiel mit Spielentscheidungen, denn Taten und Entscheidungen haben Konsequenzen für Alex und die Menschen um sie herum. Okay. Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Und worauf ich mich wieder besonders freue, ist die Musik. In fast jedem Teil gab es Musik, die ich vorher nicht kannte und die so super war, dass ich sie dann später als Playlist dann rauf und runter gehört habe. Kapitel 1, Seite A. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Maus oder Tastatur? Maus oder Tastatur, so ein Blödsinn. Oder Controller, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Aber ich glaube, ich werde den Controller nehmen. Schon allein wegen dem hübschen Mauscursor da oben. So. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Können wir hier irgendwas machen? Ne, wir können laufen. Können wir rennen? Nein, können wir nicht. Okay. Ist eine schöne Ecke. Is what it is. Ach, guck doch mal, schön. Okay,
Okay, beim Laufen zieht die Kamera immer automatisch wieder zurück hier. Wenn ich jetzt so laufe hier, dann gewöhnungsbedürftig. Mal gucken. Es könnte mir hier gefallen. Es wird Zeit, Gabe zu treffen. Ja. Machen wir schon. Oh, das sieht herrlich aus. Ein Zen-Moment. Ach, guck mal. Ich musste das einfach spielen lassen. Das ist, glaube ich, der Bruder, oder? Oh Mann. Er ist es wirklich. Ah.
Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Es ist ein bisschen laut. Handschlag? Wir scheinen, wenn ich das am Anfang richtig mitbekommen habe, ein Problem zu haben, unter Menschen oder mit Menschen zu sein oder mit anderen Menschen. Wir haben unseren Bruder jetzt 8 Jahre lang nicht gesehen, wahrscheinlich aus Gründen. Ich versuch's mal mit umarmen. Es wäre wahrscheinlich genau... Es ist der Bruder. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Okay, ich muss leiser machen, es ist zu laut. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ich bin gewachsen, ha? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Warte mal kurz. Ich kann. Okay. Interessant. Interessant. Sie kann Gedanken lesen. Ja. Ich bin nur etwas aufgeregt. Und das zu Recht. Dieses Treffen wird aufgezeichnet. Oh. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Da gab es einem Sorry gesagt. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Oh Gott, hier ist eine Parade. Willkommen in Haven. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann es kaum erwarten. Die Kritiken glaube auch. Wachsen. Warte mal kurz. Ah, wir können jederzeit hier rein. Okay. Ein bisschen ist... nee, da nicht. Ein bisschen ist das zu... zu dolle. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Wettbewerb, schönstes Dorf. Es ist doch so dieses typische Klischee, was man so auch von solchen Städten und Dörfern hat, so eine Kleinstädten, ne? Aus den Staaten. Ach so, eine Sache, stimmt, ich habe eine Sache eingestellt, das will ich vorher noch sagen. War das Sprachuntertitel, Livestream nicht? Gameplay war das, glaube ich. Und zwar, nee, das war dann nicht. Oh. Macht das Sinn? Mal eine Frage in den Raum. Man sieht es ja hier, Entscheidungsanzeige. Wenn du diese Einstellung aktivierst, erscheint beim Treffen einer Dialogentscheidung, die haben wir ja schon durch, leider, ne, die einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben wird, ein Hinweis, durch den du deine Wahl bestätigen und überdenken kannst. Macht das Sinn, sowas zu aktivieren oder nicht? Ich frage einfach mal einen Raum. Und die andere Geschichte ist, was ich aber gemacht habe, ist, man kennt mich ja bei solchen Sachen, ich habe bei Einstellung für die Barrierefreiheit,
den längeren Entscheidungstimer. Aktiviere diese Einstellung, um den Zeitraum, der dir für Dialogoptionen in zeitlich begrenzten Events zur Verfügung steht, zu verlängern. Einfach nur der Hektik wegen, hatte ich aktiviert, ist glaube ich bisher noch nicht eingetreten, aber da kann man ja vielleicht mal sagen oder eine Meinung kundtun, ob das sinnvoll ist oder abschalten auf pur oder das so lassen, wie es hier ist oder wie ich es jetzt gerade eingestellt habe. Hey Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College... Warte, okay. Was jetzt nicht aktivieren, dieses, mit den Dialogoptionen meinst du jetzt, ne? Okay, die kann ich auslassen, aber diese längere Entscheidungsgeschichte zum über Nachdenken, macht das Sinn oder nicht? Oder auch ausschalten? Kein Problem mit den Üs. Den Punkt warten wir noch kurz ab hier. Also sprich, das hier. Macht das Sinn oder sollte ich es abschalten? Und die pure Hektik nehmen? Okay, Anzeige nicht machen, längere Entscheidung. Lassen wir die längere Entscheidung, aber keine Anzeige oder Warnung, dass das hier zu spielentscheidend ist, was ich da machen würde. Ne? Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Sei clever oder sei ehrlich? Oh mein Gott, sei ehrlich, sei clever. Ja, die Frage, wenn wir... Ach komm. Ich würde clever sein. Die Wahrheit bringt dich nur begrenzt weit. Oh, hörst du das, Gabe? Eine Entscheidung gegen den Bruder. Mich kriegt ihr nicht klein. Er wird's schon irgendwann einsehen. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde... Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Oh ja, bewährtes Spielprinzip. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Bestimmt eine Dekoperson. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Schön. Oh, wer ist das? Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Wir sind im Tier. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Okay, Riley. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Na klar mag sie das. Wenn es ihre Lieblingsblumen sind, warum soll sie das nicht mögen? Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Also ich möchte mich da nicht reinzwängen in das Ding. Der hat so einiges gesehen. Okay. Oh, das Rauschen von dem Kühlschrank oder von der Klimaanlage die ganze Zeit da.
Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Okay, ich glaube, wenn sie den Stil beibehalten, dann... Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Oh, danke für die Nebeninfo. Dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Sie sind also getrennt worden durch das Jugendamt, ne? Die Frage ist, aufgrund welcher... Erstens ist aufgrund welcher Sache und zweitens, gibt es gegebenenfalls eine Anspielung oder eine... Es spielt ja in demselben Universum wie die anderen Life is Strange Spiele. Gibt es gegebenenfalls dann Parallelen oder irgendwie so ein Cameo-Auftritt oder so? Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Okay. Perfect Flower. Mhm. Making the Magic Garden Real. Haben wir da irgendwas Hübsches? Nee. Können wir vielleicht nach da hinten gehen? Ich versuche mal... Ach so, halt LT gedrückt. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Mhm. Aber nur von ihr. Was ist denn hier hinten eigentlich? Employee. Ich wollte gerade sagen, die haben immer dasselbe Bild genommen, aber es ist nicht der Fall. So, kann man mit dir sprechen? Nee, nur ansehen. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. So. Hab ich jetzt alles? Ah, der Effekt ist cool. So psychedelisch. Wir können gehen, wenn ich mich umgesehen habe. Okay. Danke für den Hinweis. Das wollte ich eigentlich. Kann los. Und er hat angeschrieben. Ach, guck mal, wie glücklich Danke. Er ist. Wir sehen uns, Riley. Aber so richtig, und eine Birke mitten in der Stadt, aber so richtig Klischee. Genau, jeder hatte eine gewisse Fähigkeit. Oh Gott, ich komm gar nicht mehr auf den Namen von der Ersten. Die hatte die Möglichkeit, den Time Warp zu machen, also sprich die Zeit zurückzudrehen, ne? Um dann zum Beispiel entscheidend einzugrätschen. Dann gab es ja noch den Before the Storm. Das war eher eben halt ohne Kräfte, weil wir hatten ja dort... ich habe den Namen vergessen, Entschuldigung. Genau, Max, danke. Und Max' Freundin hatten wir dann in Before the Storm gespielt. Wir hatten... diesen Minispiel, was kostenlos war, The Awesome Adventures of Captain Spirit, ne? Der war letztendlich eine Art Spin-Off, beziehungsweise so ein Sidekick ja auch nicht, aber der war ein Charakter, der auch im zweiten Teil dann aufgetaucht ist. Und zwar gab es kurz Berührungspunkte mit den Charakteren aus dem zweiten Teil danach. Und im zweiten Teil, die hatten ja auch Kräfte. Wenn du es noch nicht gesehen hast, dann sage ich da erstmal zu nichts weiter. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Ja. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Ich will nur nicht, dass du fällst. Auf einer Leiter muss man sicher stehen. Jetzt hör schon auf. Hey, mach mich doch nicht so an, klar? Ich sage bloß, mein Onkel Albert ist mal von einer Leiter gefallen. Das war, als er sein Dach neu gestrichen hat. Diese Mahagonifarbe war ein Traum. Hättest du sehen sollen. Namflug. Er hat sich den ganzen Arm gebrochen. Jeden Knochen. Wie furchtbar. Und ob.
Er musste einen Monat lang gefüttert werden. Warum hat er nicht den anderen Arm genommen? Hallo, Lilly. Was meinst du das denn? Es war nur ein Arm gebrochen. Warum hat er nicht mit dem anderen gegessen? Gute Frage. Hab keine Ahnung. Das hat mich übrigens noch niemand gefragt. Weißt du was? Finde das mal raus, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Oh, er ist tot. Oh, so ein Mist. Das wusste ich nicht. Sorry. Schon okay. Der Typ war ein echtes Ekel. Oh, hey, pass auf. Okay. Ja, aber Tell Me Why ist ja von anderen Entwicklern. Reden, bevor Charlotte die Blumen bringt. Oh, wir können wieder... Können wir? Wir könnten. Warte mal, was ist das hier? Warnung? So, hier ist es. Warte. Hier ist eine Warnung. Wow. Danke für die Info. Okay. Taifun oder Typhon-Minengesellschaft, Sprengungsankündigung, geplante automatische Sprengung. Wir haben das Jahr 2019. Zeit 21 Uhr vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigung Nummer R555. Viel verpasst. Okay, kurze Zusammenfassung. Wir sind Alex. Ja, das. Alex hat scheinbar die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Beziehungsweise Gefühle. Sagen wir eher Emotionen, Gefühle und was damit verknüpft ist. Alex war die letzten 8 Jahre getrennt von ihrem Bruder. Das ist ihr Bruder hier drüben. Ne? Und war in einer Wohngruppe, Jugendeinrichtung. Und Stimmt. Alles gut, alles vergiss es, Wolli. Und ist jetzt da raus. Und sie scheint Probleme zu haben. Mehr wissen wir eigentlich an der Stelle nicht. Und wir sind jetzt in dem verschlafenen Örtchen bei dem Bruder. Und bisher haben wir nichts anderes gemacht als Blumen geholt in einem Laden und dort auch schon ein oder zwei Sachen in Erfahrung gebracht. Das ist so die Zusammenfassung. So, hier ist es. Genau, hier ist es. Was ist das hier? Zen-Yoga. Wow. Einfach wow. Das wäre doch genau das neue Logo für PC, oder? Ziegen-Yoga, Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an einen unserer entspannenden Yogakurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter 970-555-4839 an. Bergamot, Colorado. Ja, würde... What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga mit Ziegen. Willkommen okay. In Colorado. So, ich glaube, er ist bereit. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Können wir nochmal? Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Okay, gut zu wissen. So, warte mal, ich guck mal erstmal noch in die Zeitung hier. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa 0. Circa. könnte aber ein bisschen ungenau sein. Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Das glaube ich auch. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Ich hätte lieber den Feuerring verschwinden, das ist meine Art Kraft.
Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Na, 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 na. Den würde ich gern sehen. So wie die Briefmarkensammlung. Die eigene. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Ui. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Wir wissen aber, was da oben los ist, wenn ihr dort eine Erkundungstour macht. Ich weiß nicht, welcher Tag heute genau ist, ob es der, was war es, der 29. April ist. Denn da ist ja die Sprengung. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Unicorn Sandwich Zombie Parade. Zombie Parade. Das hat Einfluss, okay. Ist der lokale Radiosender oder was? Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Eigentlich ist es gerade, ich persönlich. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich.
Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... nerdig? Ist das Abwertendes nerdig oder anders? Ich hoffe mal, das ist nicht abwertend. Das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Ich würde ja gern lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber... nee, ich stehe einfach drauf. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Ist aber 2019. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Gute Frage. Kein Plan. Ich auch. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Halt der RT gedrückt, um Alex schneller zu bewegen. Und Telefon mit Gabe. Okay, eine Nachricht von...